Ja, und herzlich willkommen nun wieder zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Mit euren Gerd Tobi und wir sprechen gerade mit den zukünftigen Kaiser von Cyrodiil, den Martim Septim. Ja, mit seiner tollen Rüstung von Tiber Septim. Ur-Ur-Ur-Großvater oder was auch immer sein soll. Was ist der letzte Gegenstand, den wir benötigen? Oh Mann. Ich hätte es schon viel früher erkennen sollen. Oh. Es ist das Gegenstück zum großen Welkindstein. Genau wie die ersten beiden, die entgegengesetzten Mächte der Dedra und der Göttlichen waren. Welkindsteine enthalten die konzentrierte Kraft von Mundus und ihre Gegenstücke sind Siegelsteine, die dazu dienen, Oblivion-Tore offen zu halten. Dann brauchen wir also einen großen Siegelstein. Oh, Siegelstein wird auch bestimmt voll nervig. Siegelstein! Wo ist der Haken? Es wird euch nicht gefallen. Joffrey gefällt es nicht. Und der Gräfin von Brumath wird es sicherlich auch nicht gefallen. Große Siegelsteine dienen großen Toren als Verankerung. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte in Quatsch geöffnet hat. Das ist die Art von Tor, die der Kult der mythischen Morgenröte hier öffnen will, um Brumath zu zerstören. Wir lassen Sie also das Tor öffnen. Ich habe euch gesagt, dass es euch nicht gefallen würde. Ich weiß, dass das Risiko groß ist. Ich war im Quatsch. Ich sah die fürchterliche Macht der dädrischen Belagerungsmaschine. Aber wir haben keine Wahl. Wir können das Amulett der Könige nur wieder erlangen, indem wir der mythischen Morgenröte die Ausführung ihres Angriffsplans auf Bruma erlauben. Wow. Ja, da gehen wir schon ein Risiko ein. Mindestens bist du hier sicher? Ja. Nein. Ich werde die Verteidigung Brumas selber leiten. Wenn ich Kaiser sein soll, wird es Zeit, sich wie einer zu verhalten. Richtig so, kämpfe für dein Volk. Es ist zu gefährlich. Ich werde den Kampf anführen. Erinnert ihr euch an unser erstes Treffen in Quatsch? Ich sagte euch, dass ich nicht Teil des Plans der Götter sein wollte. Ich weiß immer noch nicht, ob es einen göttlichen Plan gibt. Aber mittlerweile bin ich der Ansicht, dass dies keine Rolle spielt. Was zählt, ist, dass wir handeln. Dass wir das Richtige tun, wenn wir dem Bösen gegenüberstehen. Das war es, was ihr in Quatsch getan habt. Nicht die Götter haben uns gerettet, ihr wart es. Habt ihr im Auftrag der Götter gehandelt? Ich weiß es nicht. Aber nun liegt es an mir zu handeln. Wie ihr befehlt. Bitte, mein Freund. Ich brauche eure Meinung, nicht euren Gehorsam. Ich werde mich euch erklären, damit ihr mich versteht und damit ihr es der Gräfin vermitteln könnt. Ich fürchte, dass ich bei ihr etwas mehr Überzeugungsarbeit werde leisten müssen als bei euch. Ich benachrichtige die Gräfin sofort. Gut. Bittet sie mich in der Kapelle von Talos zu treffen, um Kriegsrat zu halten. Das scheint mir ein passender Ort für solche Verzweiflungspläne zu sein. Okay. Dann erfüllen wir das unseren Martin zu Bromas Schloss. Cool. Soweit ich weiß, sucht die Kämpfergilde gerade neue Rekruten. Für Warum sitzt er da drauf? What the fuck? Ich verstehe. Seid gegrüßt. Oh Mann. Was gibt es Neues vom Wolkenherrscher-Tempel? Ich dürfte da drauf gar nicht sitzen. Naja. Schlachtpläne. Ein verzweifelter Plan, in der Tat. Dieser Prinz, Kaiser, Martin würde meine gesamte Stadt aufs Spiel setzen, um an einen großen Siegelstein zu gelangen? Wir müssen das Amulett wiederfinden. Ist das die einzige Möglichkeit, diese Invasion aus Oblivion zu stoppen? Ich muss zugeben, ihr seid die erste Person, die von einem Sieg über diese Daedra spricht. Dieser Krieg erschien mir so aussichtslos. Aber was konnten wir schon tun, außer durchzuhalten und auf einen Helden zu warten, der uns retten würde? Und nun sieht es so aus, dass es doch einen Thronerben gibt, verborgen im Wolkenherrschertempel, und vielleicht auch einen Helden? Martin wartet bei der Kapelle. Ihr weicht meiner Frage aus. Sehr gut. Denkt nicht, dass ich euch nicht glaube. Die Herrscher von Brumath haben schon lange mit dem Wolkenherrschertempel zu tun. Wir wissen, wem sie dienen. Ich werde Martin an der Kapelle treffen.
Wenn alles bereit ist, werde ich meinen Männern befehlen, die Tore nicht mehr zu schließen und sich auf den Kampf einzustellen. Aber eine wahre Führerin, die jetzt nun auch da mitmachen will in den Kampf. Laut der Befehle der Gräfin von Bruma. Ich glaube, der Laden hat auch da unten zu. Dieser Schmiede. Die Schmiede da. Mist. Wir haben das irgendwie so nachts, ey. Hallo. Einen wunderschönen Tag. Können ja nicht mit kaputter Ausrüstung. Das stimmt. Das können wir. Seht euch meine Waren an. Ja, das können wir nicht. So. Lebt wohl. Ja, hau rein, ne? Chauliskowski. Gucken wir mal. Aha. Da ist die Kapelle von Talos. Die coole Kapelle von Talos. Hab Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Hallo. Es kommt mir vor, als wäret ihr nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Diplomat. Ich hätte natürlich lieber mehr Männer hier, aber wenn wir jetzt in den Kampf ziehen müssen, dann sei es so. Ich werde mehr Verbündete zusammenziehen. Lasst mir den Kampf beginnen, ich bin noch nicht bereit. So sei es. Brumas Schicksal liegt nun in den Händen der Götter und in den euren. Ja. Boot. Schickt die Truppen in den Kampf. Wie ihr befehlt, Gräfin. Jetzt geht's los, Alter. Nach draußen. Es geht los, Leute. Auf zum Kampf. Oh. Was soll das sein? Oh, ein Tor. Ein Tor. Oh Mann. Ich habe das Schlachtfeld. Ich habe das Schlachtfeld erreicht. Und ein geöffnetes Oblivion-Tor vorgefunden. Nachdem alle drei offen sind, wird die mystische Morgenröte ein großes Tor öffnen. Dieses muss ich dann durchqueren, um seinen großen Siegelstein zu bergen. Mal, gucken wir mal. Auf Warten. Aber die anderen sind ja nicht da. Keine Ahnung wieso. Doch jetzt. Martin und ich haben das Stadtfeld erreicht. Ich muss Martin schützen, bis er sich das große Tor öffnet. Soldaten von Cyrodiil,
Das, was wir heute tun, entscheidet darüber, ob das Kaiserreich steht oder fällt. Wollen wir zulassen, dass die Dedra Brumar das Gleiche antun, was sie Quatsch angetan haben? Wollen wir zulassen, dass sie unsere Häuser anzünden, unsere Familien ermorden? Nein, wir werden uns ihnen entgegenstellen. Heute, jetzt, für ganz Cyrodiil. Wir müssen standhalten, bis der Held von Quatsch ihr großes Tor zerstört hat. Wir müssen alles töten, was aus diesem Tor herauskommt. Soldaten von Cyrodiil, steht ihr zu mir? Cyrodiil! Ich habe ihn! Sehr gut. Oh, da haben wir auch noch Baurus. Der hilft uns auch noch. Im Kampf, meine ich. Da, hier, weiteres Tor. Das zweite Oblivion-Tor hat sich geöffnet. Nachdem alle drei offen sind, wird die mystische Morgenröte ein großes Tor öffnen. Ich muss mal den schützen und ja, warten, bis der dritte geöffnet wird. Also die bauen drei, dann fusioniert sich das in ein riesen Tor. Das ist ja schon echt derbe an. Ich bin bereit zum Sterben, ihr auch? Ich bin nicht so scharf darauf, ne? Und wenn du mich das fragst. Boah, Alter. Ja, ja, ich chill doch mal. Chill. Komm. So. Auf die Knie, Feigling. Nein. Hier kommt noch einer. Niemals. Niemals. Oh, bleib doch stehen. Blödes Scamp. Das dritte Oblivion-Tor hat sich geöffnet. Ja. Das haben wir hier mit drei Toren zu tun. Heißt also, die werden noch ein gleich Fusionierung machen. Passt auf die Flanke auf. Voll die Armee. Alle am Kämpfen hier. Da! Das große wird jetzt geöffnet. Boah. Das große Tor hat sich geöffnet. Ich muss es sofort durchqueren und seinen großen Siegelstein bergen, bevor die Verteidigung von Brumar überrannt werden. Nein, ouch. Autsch, da werden wir zusammengeprügelt gerade. Oh mein Gott. Hilft mir. Hilft mir. Oh Mann, ey, ich muss mich mal kurz heilen. Guck mal, habe ich zwei Pfeile. Kann weg. Ja. Während du schwingst, kannst du das nicht machen. Okay. Jetzt aber. Das ist doch mal geil, oder? Dremora Langschwert, Alter. Nein! Will ich haben, das Schwert. Oh mein Gott, Leute, seid doch nicht so übereifrig. Wie auch immer. Oh Mann, das tut weh. Ja, ich sehe gar nichts. Mit den ganzen Flammen hier. Was für ein Durcheinander hier.
Hilfe! Hilfe! Hilfe!